Viele Produkte, die wir für den täglichen Bedarf benötigen, werben mit Nachhaltigkeit und klimaneutraler Herstellung. Für den Verbraucher sind diese Versprechen kaum nachprüfbar. Wir sprechen mit dem Schauspieler und bekennenden Umweltschützer Hannes Jenicke über die Methoden der Industrie und das Phänomen Greenwashing. Der Greenwash ist natürlich auch ein Riesenproblem. Es gibt ja kein Produkt mehr, was nicht angeblich nachhaltig und grün produziert. Es gibt auch keinen Supermarkt, keinen Drogeriemarkt mehr, der nicht behauptet, alles grün, umweltneutral, klimaneutral. Da wird gelogen, was das Zeug hält. Massentierhaltung, nochmal Stichwort. Es wird täglich das Tierschutzgesetz gebrochen in der Massentierhaltung. Also das deutsche Tierschutzgesetz sagt relativ simpel, dass ohne vernünftigen Grund keinem Tier Leiden, Schaden oder Schmerzen zugefügt werden darf. Damit ist der Kastenstand, müsste sofort abgeschafft werden, das Enthornen von Rindern, das Kopieren von Schweineschwänzen, das Überzüchten der Putenbrust, sodass diese Tiere, also einfach auch schon der ganze Körperbau geschädigt wird durch diese Art der Fleischzucht, das müsste ja alles sofort verboten werden. Es müssen auch diese Hochleistungsmilchkühe mit 14.000 Litern Milchleistung pro Jahr, müssen ja auch verboten werden, die alle lahmen und Krankheiten haben. Wir müssten die ganze Agrarindustrie komplett auf den Kopf stellen, womit ich bei Gott jetzt nicht die Bauern angreifen möchte, weil die sind letztendlich ja auch wiederum Opfer des Preisdrucks. Weil da ich auf dem dicken Land lebe, ich kenne sehr viele Bauern, die haben keinen Spaß dran, kranke Tiere zu haben. Die haben keinen Spaß dran, ihre Tiere zu quälen. Die werden dazu gezwungen, entweder geben sie auf oder sie müssen den Preisdruck der Lebensmittelindustrie beugen. Und das ist im Moment eine echt giftige Kombination. Mhm.